Ja, die Mittelstudie der Universität Leipzig hat wieder einmal besorgniserregende Ergebnisse zutage gefördert. Was mich persönlich besonders erschreckt und besonders besorgt, ist, dass die feindlichen Einstellungen gegenüber muslimischen Menschen, aber auch gegenüber Sinti und Roma und Asylbewerberinnen und Asylbewerbern zugenommen haben. Und das zeigt eben, dass wir hier tatsächlich als Gesellschaft, aber auch wir als Politikerinnen, als Politiker, als Parteien eine große Aufgabe haben. Auch wenn man sich anguckt, die Zahlen zum Thema Befürwortung von autoritären Demokratien sozusagen oder zur Ablehnung von Demokratie, dann ist das besorgniserregend. Und da haben natürlich alle zivilgesellschaftlichen, demokratischen Kräfte eine riesengroße Aufgabe. Zum einen geht es darum, tatsächlich demokratische Bildung zu stärken. Also zum einen Kinder und Jugendliche beispielsweise früher auf die Demokratie vorzubereiten, ihnen mehr Möglichkeit zur Teilhabe zu geben, damit eben Demokratie von Anfang an gelernt wird. Und zum anderen richtet sich die Aufgabe natürlich auch an Politik und an Parteien für die Akzeptanz des demokratischen Systems und für die Akzeptanz von Teilhabe zu kämpfen.